Matcha, Matcha Man, I go to be Matcha Man. Hallo, mein Name ist Ben. Heute mache ich für euch eine leckere Matcha-Torte. Überlasst deine Freunde. Matcha, Matcha Man. So, fangen wir an. Das ist Pekannuss, grob hacken. Das alle im Mixer geben. Das Mandeln habe ich schon geröstet. Mandeln rösten gibt herrlich Aroma. Das auch. Grob hacken. Weiter sind die Latten. Einsteinen und grob hacken. Das einfach für mischen. Diese habe ich schon erkennen. Latten haben natürliche Süße. Alle im Mixer geben. Nur erste Stufe, nicht zu stark. Pistazien habe ich schon geröstet und gehabt. Muss nicht lange mixen. Nur Haube geben. Jetzt schmelze ich Kakaobutter. Sieht schön aus, das mit. Das Kakaobutter alle zusammengeben. Jetzt mache ich Spinform. Spinform habe ich so mit Papier bestückt. Jetzt flach drücken, kann man mit Hand auch mit das. Jetzt in Kühlschrank stehen. Weiter mache ich die Füllung. Mandelring zum Messgeben, ich habe. Weiter Agar-Agar. Sehr wichtig, die Anleitung auf die Packung zu folgen. Gut mischen. Weiter gebe ich Chilito. Ein bisschen Vanille, das Geschmack sehr gut. Rühren und 2 Minuten kochen lassen. Jetzt etwas abkühlen lassen. Jetzt ist gut, kann man Mische geben. Der Rest liegt Mandelring auch dazu. Sojasahne dazu. Cashewkerne habe ich schon über Nacht eingeweicht. Matcha-Pulver. Die Männer ein bisschen Abrieb. Das Geschmack sehr frisch. Ein Prise-Salz. Für das Geschmack Rune. Jetzt nochmal kräftig mischen, aber sehr laut. Ich liebe die Musik. Das kann nur kalt. Ein bisschen klopfen, bis das Blasen hochkommt. Jetzt im Kühlschrank ca. 2 Stunden lassen. Jetzt kann ich garnieren. Ein bisschen Matcha-Pulver. Schön aus. Unbedingt mit Blaubeeren oder Himbeeren.
Das macht die Torte frisch und fruchtig. Noch ein bisschen Pistazien dazu. Jetzt kann ich essen. Wow, sieht so schön aus. Das lustig, leicht und nussig. Super. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.